Ja, seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim. Ja, zu einem neuen Part, zu einem 12. Part. Ja, Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part sind wir hier auf Route 3 ein bisschen rumgewandert. Ja, und haben ein neues Pokémon gefangen. Ein Teampartner für Lea, die dritte, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, jetzt werden wir hier weitergehen. Ich habe offscreen ein bisschen meine Pokémon gelevelt, also auf jeweils ein Level, um jeweils ein Level. Und ja, habe mal die Z-Kräfte aktiviert, indem ich den Pokémon die Steine gegeben habe. Die können ab jetzt die Z-Kraft einsetzen und die Brücke haben wir schon mal überwunden. Habe ich wieder einen Trainerkampf im Gang. Lili, da geht's nach Lili. Okay. Du findest das Item Supertrank. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Ja, dann geht's mal direkt nach Lili. Wir gehen hier scheinbar im Kreis. Ich hoffe, ich kann euch in diesem Part mal die Z-Attacken zeigen. John und Mauzi können schon, also John und Lea, die dritte, können schon die Z-Attacke ausüben. Ah, die Route kennen wir doch. Die kommt uns doch bekannt vor. Hier sind wir das erste Mal mit Kukui hochgegangen. Hier war der kleine Junge im ersten Part, der mit uns, der mit Professor Cookie kämpfen wollte. Und hier hat der erste Part geendet und der zweite Part begonnen. Hier geht's nach Lili, bei Nacht diesmal. Du und dein Team, ihr habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr von nun an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Also, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass das eine großartige Leistung war. Hallo, der Inselkönig von Melle ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Gut, dass ich weder ein Flug-Pokémon noch ein Psycho-Pokémon habe. Geil. Sieht so aus, als ob ich jetzt gegen den kämpfen muss. Dann habe ich ja die Chance, vielleicht die eine oder andere Z-Attacke einzusetzen. Ich gucke erstmal nach meinem Pokémon-Team. Das ist in Ordnung. Ich tausche aber lieber doch. John und Lily als erstes Team. Das heißt, das Team sollte als erstes sollte ich mit John und Lily kämpfen. John ist doch das Stärkste, auf den hoffe ich. Ich würde mal sagen, gucken wir, wie es mit dem Metzlock in diesem Kampf aussieht. Ich denke, ich werde auch dann zwischen den Teams tauschen, also zwischen den Partnern tauschen. Ich habe ja gesagt, das wird erst mit Vollendung des Teams, also mit, wenn ich das sechste Pokémon gefangen habe im Team, wird es dann losgehen mit den Wettlockigen, aber schauen wir erstmal im Kampf nach. Muss dann von Situation zu Situation entscheiden. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung in der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Zwergenfürst.
Du und dein Mizuna, seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Ja, ich bin bereit. Auf jeden Fall, los geht's! Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Jetzt geht's direkt mal los in den Kampf mit Hala. Das wird ein legendärer Kampf. Hier auf dem Platz, auf dem wir unser Starter-Pokémon bekommen haben. Huh! Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen. Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Nun gut, wollen wir beginnen. Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele. Der Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also, Zwergenfürst, zeige mir die ganze Kraft, die in deinem Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kapu Riki zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird zeigen, was in seinem richtigen Inselkönig steckt. Möge die große Prüfung beginnen! Inselkönig Hala fordert dich heraus. Inselkönig Hala fordert dich heraus. Inselkönig Hala setzt Monkey ein. Ist doch ein Monkey, oder? Ja, ist ein Monkey. Fast so. Da kann ich gleich mal die Setkraft präsentieren. Die ist sogar effektiv. Los, John, setz Z-Attacke ein. John hüllt sich in Z-Kraft. John nimmt all seine Attacken zusammen und setzt Hyper-Sprint-Angriff ein. Bam! Das nennt man mal effektiv. Okay. Dann setze ich mal Feuerzahn ein. Ich will ja jetzt nicht jedes Mal eine Z-Attacke einsetzen. Z-Kraft. Wird ja sonst langweilig, wenn wir nur noch Z-Kraft einsetzen. Und Menki wurde besiegt. Inselkönig Hala setzt als nächstes Makuhita ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich möchte weiterkämpfen. John ist gerade gut im Spiel. Noch zwei Pokémon. Ich würde mal schnell mal einen Trank einsetzen. Einen Supertrank, nämlich auf John. Zack, wieder aufgeladen. Mogelhieb. Okay, ich habe bisher nur Mogelhieb erlebt. Ich setze mal weiterhin Feuerzahn ein. Scheint doch effektiv zu sein. Oh, es ist sogar verbrannt. Sandwirbel. Ich muss bedenken, ich habe noch einen Pokémon zusätzlich zu diesem Pokémon vor mir, also Vorsicht. Und es soll ja nicht sterben. Mogelhieb. Ich glaube, John stirbt jetzt in diesem Kampf nicht. Das sieht nicht so aus, als würde er in diesem Kampf sterben. Ich setze mal Feuerzahn ein und dann ist das schon geregelt. Und zack. Ach, das war nur die Verbrennung. Was ist mit Feuerzahn? Los, John, Feuerzahn! Zack, besiegt. 2 von 3 Pokémon. Das dritte schaffen wir auch noch. Her damit. Krabox. Okay, ja. Das war ein Wasser-Pokémon, aber ich werde es versuchen.
Da könnte ich jetzt das Pokémon wechseln, aber ich versuch's mal so. Ich würde mal sagen, Feuer ist nicht sehr effektiv. Ich versuch's mal mit Kratzer. Nein, das ist auch nicht so effektiv. Oh, Z-Attacke. Krabox hüllt sich in Z-Kraft. Oha. Wenn das nicht mein Tod bedeutet. Fulminante Faustschläge. Oh nein. War ja klar, dass sowas mal kommt. Er hat's ausgehalten. Gut, dann schnell mal einen Supertrank. Ist nicht gesagt, dass der das nicht nochmal einsetzt, aber... Steigerungshieb. Okay, ja, das geht. Jetzt versuche ich mal meine Z-Attacke. Ich schlage gleich mal direkt zurück. Wie bitte, was? Ich kann die Z... Oh, stimmt. Wenn Z-Attacke nur einmal im Kampf einsetzen. Mist. Ich setze mal Feuerzahn ein. Das wird knapp. Steigung sieht. Oha. Nicht das Heilen vergessen. Das heißt aber, er kann das auch nur einmal einsetzen. Das heißt, zumindest, dass das nicht nochmal vorkommt. Da weiß ich Bescheid. Ich riskiere es und setze auf Feuerzahn. Ich kann jetzt nicht alle meine Tränke einsetzen. Oh, hätte ich mal. John wurde besiegt. Ist in diesem Kampf gestorben. Lini muss ihn rächen. Lini, räche John. Räche ihn. Und du bist zwar erst Level 11, aber du kannst es schaffen. Besiege ihn mit Zurückhaltung. Silberblick, ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Zurückhaltung. Ja. Silberblick. Ja klar. Verfolgen. Ups, das könnte sein Ende sein. Lilly wurde besiegt. Eigentlich müsste jetzt beide tot sein, aber ich würde mal sagen, nee. Eigentlich müsste der Kampf jetzt beendet sein. Komm. Inselkönig, das müssen wir schaffen. Ich nutze mal Mogelhieb. Kennen wir ja schon. Oh! Knapp. Kratzer! Zack und besiegt! Gemeinsam im Team haben wir es geschafft. Es war ein bisschen. Ja, aber. Gut, die Regeln sind sowieso noch nicht aktiv wegen unvollständigem Team. So, Zwergenfürst gewinnt 2400 Pokédoll und geht siegreich aus diesem Kampf gegen den Inselkönig hervor und ist nun auch Meister über die zweite Inselprüfung, also über Inselkönig. Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Nee. Ja, nicht. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon, ihr habt wirklich Talent. Riki! Oho, es scheint, als hätte Kaburiki unser Kampf gefallen. Ich vermute, Kaburiki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Ich möchte dir diesen Salzkristall überreichen. Damit kann ein Trainer seine Kräfte auf seine Pokémon übertragen. Okay. Ich habe aber schon zwei Salzkristalle eingesetzt. Ja, wir werden jetzt sehen. Große Prüfung bestanden. Ja. Geil. Du erhältst den Z-Kristall Bataillium Z. Bataillium Z wurden Z-Kristalle
Kristalltasche verstaut. Aufgepasst, Zwergenfürst. Wenn du die Setzkraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so in die Luft bewegen. Okay. Damit wäre deine Prüfung auf Melle Melle, der ersten Insel von Alola, abgeschlossen. Ach, das ist die Z-Attacke für die Kampf-Pokémon. Die habe ich natürlich noch nicht. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis Level 35, die du per Tausch erhalten hast. Oh, stimmt ja, wir haben noch ein Quajusto, die Ash-Form aus der Demo-Version, aber die werden wir uns erst später holen. Ja, erstmal weiter im Text hier. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl sie nichts sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Capo Ricky treffen. Eines Tages werden wir uns im Kampf begegnen. Ciao! Tauros! Nur die Ruhe, Tauros. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen, wann immer du willst. Warum fragst du? Na, weil Tauros auch auf Inselwanderschaft gehen will. Tauros! Hier, Zwergfürst, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Ich nehme es mir wieder aus der Luft. Pokémobilfunk erhalten. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Ich habe es schon ausprobiert in der Demo-Version. Ich mache es gleich nochmal. Und hier ist der peinliche Helm und die heimliche, peinliche Reiterrüstung. Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns Zwergenfürst. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Pokémobilfunk kannst du Pokémon für Pokémobil herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémobilfunk, mit dem B-Knopf den Tauros-Rambock. Während du den Y-Knopf drückst, aktiviert sich ein Chip in dem Gehirn von dem Tauros, was ihn ein Signal gibt, zu dir zu kommen. Es ist in sein Gehirn verpflanzt worden. Der Pokémobilfunk kommt samt Reiterausrüstung. Ich bin sicher, du wirst auf Tauros lieben lernen, wenn du auf ihm durch Alola reitest. Schaut mal, was macht denn Tali dort im Hintergrund? Der hüpft die ganze Zeit dort auf und ab. Der hat irgendwie Probleme. Rufe das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Herzlichen Glückwunsch, Zwergfürst. Der Pokémobilfunk wurde übrigens von mir und einem meiner Freunde verbessert und auf den momentanen Stand gebracht. Hoffentlich hilft er dir bei deinen Reisen. Ach, da bin ich wieder runter von dem. Das ging aber schnell. Da hast du von der Z-Kraft ja vollen Gebrauch gemacht.
Wir sollten uns wieder einmal auf einen Pokémon-Kampf treffen. Woher weiß die eigentlich, dass ich jetzt in dem Kampf die Z-Kraft benutzt habe? Ich habe die doch nie vorher benutzt. Und die kam gerade eben erst. Ich höre schon Verschwörungstheorien. Ich hoffe, dass deine Inselmannschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Sagt sie im Gehen. Also dann, Zwergenfürst, du sollst gleich mal ausprobieren, wie stark Tauros ist. Warum versuchst du nicht, mit ihm die großen Felsen auf Route 1 zu zertrümmern? Na gut, dann kriegst du auch noch ein Geschenk von mir. Du erhältst TM54 Trugschlag. TM54 Trugschlag wurde in der TM-Tasche verstaut. Mit Trugschlag kannst du dir sicher sein, dass die KP deines Zieles nicht unter 1 fallen. Damit kannst du vielleicht leichter Pokémon fangen und dabei deinem Rotom-Pokédex füllen. Aber zuerst solltest du bei deiner Mutter vorbeischauen. Danach können wir uns am Hafen von Ho-Holy City treffen. So, jetzt muss ich aber langsam meine Yacht startklar machen. Hilfst du mir dabei, Lilly? Lilly, Zwergenfürst, darf ich dich um etwas bitten? Klar, schieß los. Kommt eigentlich ganz drauf an, was du willst. Ich möchte Wölkchen in seine Heimat zurückbringen. Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus sehr brenzligen Situationen gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Zwergenfürst. Das muss ich sehr selbstsüchtig anhören, aber ja, ich weiß. Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Soll ich den mitnehmen? Okay, ich wollte jetzt nicht auf das Teil aufpassen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich weiß ja nicht. Sollst du nicht besser auf den aufpassen? Ich verstehe. Es würde schon helfen, wenn wir nur ein wenig mehr erfahren könnten. Ich hoffe, wir stören niemanden, wenn wir euch bis zu eurer nächsten Insel begleiten. Naja, irgendwie ist das Ding ja schön. Irgendwie ist das Ding süß. Vielleicht könnte ich mich darüber zu reden lassen. Na, nee, komm. Lass mal's. Die Sache will ich gar nicht erst anfangen. Da wollen wir gar nicht erst mit anfangen. Da gerate ich noch in Schwierigkeiten, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Ich gucke erstmal auf Route 1 nach. Das ist Route 1. Mit Y rufe ich den Tauro aus Rambock und jetzt hier mit meinem peinlichen Helm. Dann reite ich mal ein bisschen. Route 1 hat hier irgendwo einen. Ja, wo? Das ist Route 3. Dann wisst ihr noch, da konnten wir ganz am Anfang nicht durch, weil versperrt da stand ein Team. Es sollte doch ein paar Felsen zerstören. Ach so, hier haben wir es. So, Anlauf nehmen und zack. Wuhu. Zack, zack und zack. Zack, da sind wir schon durch. Zack, 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 zack. Ich weiß, ich habe da oben ein Item vergessen. Holen wir uns das nochmal nach ab. Zack. Wildes Pokémon.
wieder ein Ratzfatz. Ich sehe auch im Kampf so aus. Oh Mann. Was ist denn das für eine ulkige Reitbekleidung? Hier runter. Ja, ich kann das mit Taurus so drummern. Hier mal aufheben. Das kann ich natürlich ohne abzusteigen. Nugget. Gewusst wie? Wenn du mit Taurus Felsen zertrümmerst, kannst du an vorher unerreichbare Orte gelangen. Zum Beispiel zum Tenkara-Hügel in der Nähe des Pokémon-Labors. Okay. Das hätten wir. Mal hier durch. Zack. So. Da wären wir. Jetzt sollen wir irgendwie zum Strand kommen. Irgendwo. Wir wollen doch irgendwie ablegen und in die nächste Stadt düsen. Vielleicht hier unten. Mal sehen. Dann rufen wir im nächsten Part direkt los in die nächste City, auf die nächste Insel. Nee, einen Fleckmon möchte ich auch nicht haben. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal einen Pflanzen-Pokémon oder einen Wasser-Pokémon. Also schon wieder ein wildes Pokémon. Na, heute sehr viele wilde Pokémon hier. Ein Ratzfatz wild erscheint. Ja, schon so viele Ratzfatz heute hier, das ist ganz schön radikal, diese Ratzfatz hier. So, jetzt bin ich hier am Strand. Aber hier geht's nicht weiter. Hier ist nicht. Es ist doch hier das Pokémon-Labor, oder? Ah, hier, Tenkara-Züge. Da kann ich rennen. Aber was hilft mir das jetzt, auf die nächste Insel zu kommen? Steck mal ab. Du findest das Item X-Angriff. X-Angriff wurde in einer Items-Tasche verstaut. Da muss ich mal wohl mit Tauros durchreiten. Vielleicht komme ich so weiter. Mal sehen. Oh, ein Dickter wird erscheinen. Ein Dickter. Das bräuchte ich eigentlich auch, aber ich glaube, dass du das ist normal. Dickter ist kein, garantiert kein Wasser- und kein Pflanzentyp. Ich hätte so gerne ein Dickter, aber ich muss mir auch mal andere. Nee, komm, sorry. Später vielleicht. So leid es mir tut, aber nee. Jetzt nicht. Ach so, ja. Mit Y. Zack. Und dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part. Da schaffen wir es bestimmt dann weiter. Irgendwo wird es schon weitergehen. Richtung nächste Insel. Das werde ich mal herausfinden. Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ja, bis dahin eine gute Zeit euch. Gehabt euch wohl. Schaut die Videos, die hier noch eingeblendet sind. Und ja, nach 30 Minuten kann man dann mal den Part beenden. Ja. Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Sonne mit dem Zwergfürst. Und dann, ja. Bis dann und ciao, ciao. Adios.